Ich erzähle in diesen Videos ja recht viel über Theologie und Glauben, aber wenig von dem, was mich im Privatleben so beschäftigt. Und in diesem Video geht es zur Abwechslung mal um etwas, was ich in der Freizeit mega leidenschaftlich mache. Und zwar bin ich gerade etwas am Lehren, wo ich denke, ich erzähle es dir, weil du vielleicht auch etwas kannst damit anfangen kannst. Und am Schluss habe ich dann noch eine Frage an dich, also bleib gerne bis dann dran. Das letzte Jahr hat für mich persönlich recht viele Herausforderungen gebracht und Energie gekostet. Und etwas, was mir mega gut da hat, ist gut joggen, vorausgehen, Trailrunnen, in den Bergen rumspringen oder einfach mal an die frische Luft den Kopf durchlüften. Wenn du das auch schon gemacht hast, dann weißt du, dass man beim Joggen recht schnell Fortschritt merkt. Also wenn du erst gerade angefangen hast, jetzt Anfang Jahr, dann bleib dran, es geht im Fall nicht lang und dann kannst du easy 2 Kilometer durchjoggen. Aber irgendwann bleibst du auf diesem Level stehen und wenn du schneller willst oder länger, dann kommst du irgendwie, dann wird es plötzlich wieder mega, mega streng. Und ich bin keine Sportwissenschaftlerin, aber anscheinend gibt es das wirklich bei den meisten Leuten, dass man irgendwann einfach so wie ein Level erreicht oder einen Deckel erreicht, wo es mega hart weitergeht. Und das habe ich letztes Jahr auch gemerkt und dann habe ich eben etwas gelernt. Weil der Grund ist eigentlich ziemlich einfach. Die Leute vergessen das Grundlagentraining oder schießen sie einfach an, weil Grundlagen-Ausdauertraining, das heisst langsam rennen, und zwar richtig, richtig langsam. Ich finde das viel schwieriger, langsam zu joggen als schnell. Meine Laufuhr gibt mir das Dynamics an, zu schnell, und dann muss ich wieder abbremsen. Ich finde das so schwierig. Man ist motiviert und will sicher nicht irgendwie sich überholen wie irgendeine Anfängerin. Langsam joggen ist sehr viel schwieriger als schnell. Aber es braucht es, um Ausdauer aufzubauen. Ich habe sogar gelesen, Grundlagen-Ausdauertraining ist das Wichtigste, was man machen kann als Läuferin. Sich bewusst zurücknehmen, Tempo abschrauben, sodass man easy noch mit jemandem schwätzen nebenbei. Sich nicht stressen, wenn andere einen überholen. Und einfach langsamer gehen, als man eigentlich würde und könnte. Ich muss dir jetzt nicht ausführlich erklären, was das fürs Leben heisst. Ich glaube, das ist klar. Mir fällt das mega schwer, weil das der Kultur, in der ich drin sozialisiert wurde, mega entgegenläuft. Das heisst, das Beste ist schnell sein und effizient und die Beste sein. Und gleichzeitig weiss ich, wie wichtig dass es wäre, Grundlagen nicht zu vergessen. Also annehmen, dass es Zeiten gibt, wo es einfach langsam geht oder wo man sogar absichtlich zurückschrauben und sich Zeit nehmen. Dass ich meine Grundausdauer trainiere, um wirklich nachhaltig für sich zu kommen. Es nimmt mich Wunder, wie es dir damit geht, ob dir das leicht fällt, so langsam durchs Leben zu gehen, oder ob du auch unter dem Druck leidest, dass man einfach schnell und effizient und konkurrenzieren muss. Schreib mir sehr gerne einen Kommentar. Und jetzt kommt noch die Frage. Du kommst auch als RevLab Festival am 8. und 9. März in Zürich. Wir haben über 20 Workshops, Live-Podcast-Aufnahmen, Musik, Essen. Es kommen unter anderem Barbara Bleisch, Thorsten Dietz, Hossa Talk und noch ganz viel mehr. Geh mal auf revlab-festival.ch, dort findest du alle Infos. Und im Moment sind Tickets auch noch günstiger. Ich freue mich, wenn du kommst. RevLab.